Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge von Die Sims. Mit mir, dem Tom natürlich. Und ja. Wir sind hier wieder in der WG Copsup LP. Das reimt sich voll schön. Das habe ich mir so ausgedacht als Titel. Und genau. Spielen da einfach mal weiter, ne? Go bitte. So, aber wir können uns ja eh nichts leisten. Die müssen erstmal alle arbeiten. Was ist das? Alter, das könnt ihr doch nicht machen. Torben, räum mal bitte auf. Dankeschön. Dieser Torben ist ein sozialer Mensch, der macht jetzt mal den Abwasch. Muss man halt mal machen. Hallöchen, wer bist du denn? Du bist die Katrina Caliente. Katrina Caliente. Okay, okay. Tobi, die quatsch mal an. Komm, mach mal. Stell dich mal lustig vor. So, da bleibt es auch schon stehen. Ja, Tobi hält die erstmal schön vom Joggen ab. Und ja, Tobias und Katrina kennen sich noch nicht. Vielleicht lernen sie sich jetzt ja kennen. Oh, da hat sie auch direkt ihr Outfit geändert. In so ein Kleid. Also in so ein Mantel mit so einem. Mit Hotpants. Ja, ihr macht das, ne? Hier stell ich. Ach, Hallöchen, wer bist du? Okay, graue Haare, ne? Da muss jetzt. Ne, ne. Okay. Interessant. Aha. Lamas sind echt cool. Ja, du siehst auch so knuffig aus wie ein Lama. Ja, das war lustig, ne? Erzähl mal eine lustige Geschichte, Tobi. Warte. Dinosaurier war es natürlich. Also auf jeden Fall der Dinosaurier. Der war riesig. Okay, da kann ich jetzt leider nicht. Er bleibt doch hier. Ach, der muss mal dringend. Auf Toilette. Die muss auch los hier, die Katrina. Nee, die muss nicht los. Du bleibst schön stehen, okay? Dankeschön. Bist du denn für eine hässliche? Alter, willst du mich verarschen? Du musst nicht los. Du bleibst hier. Okay? Danke. Außerdem musst du dich nicht bedanken. Da ist der Tobi ja schon wieder. Hallöchen. Geht direkt weiter. Mit dem Witze erzählen. Lustig. Ah, wir können es mal kennenlernen erstmal, ne? Hier, also Tobi und sie. Was könnt ihr danach machen? Nachtag fragen. Okay. Die reden da schön. Torben trainiert erstmal wieder ein bisschen Sit-Ups und so. Ja. So läuft das hier. Oh, Katrina ist romantisch. Interessant. Über Interessen reden. Was geht hier? Nee, das ist nichts für Tobi. Tobi mag schon gerne so rothaarige. Ey, du willst am Arsch, willst du aktuellen Kanal schauen? Du willst hier reden? Tiefgründige Unterhaltung. Genau. Flo ist bei der Schule. Oh fuck, Tobi, wann musst du zur Arbeit? Ach, in 2 Tagen erst, alles cool. Du kannst den ganzen Tag durchreden. Ja, erzähl nochmal einen Witz über Ingenieure, dann verschöne mal den Tag.
und machen von Herzen kommendes Kompliment. Okay, wir müssen. So, jetzt machen wir mehrmals das Gleiche. Okay. Da ist ein Zug! Ich mag Züge! Da! Zug! Ja, Zug! Da ist Zug! Okay, aber jetzt reden wir weiter. Da ist der Zug. Tschüss! Boah Gott! Komm, Tobi fragt jetzt mal, ob die Single ist. Zombo Yelps? Oh, sie ist Single, oh, Tobi. Hm, ist das was für dich hier? Achso, ich dachte jetzt schon, die werden böse aufeinander. Okay. Tobi. Aber Tobi geht jetzt angeln, okay? Irgendwann ist auch mal genug. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen, Tobi. Okay. Torben hilft dir sogar. Der geht jetzt auch mal angeln. Oh. So, sehr gut. Der Tobi hat jetzt hoffentlich hier nach der Nummer gefragt. Gucken wir mal kurz nach. Florian hat er. Ach verdammt, plauder mit. Ah ja, er hat die Nummer von der Katrina Caliente. Was ein Scheißname. So. Okay, die beiden angeln. Ja, läuft doch. Verdient mal wieder ein bisschen Money. Ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Oh Gott, ich muss ihn erstmal aus der Hose kriegen. Das Handy. Damit ihr direkt nichts Falsches denkt. Und jetzt, muss ich auf Uhr. So, dann auf, warte. Gebt mir einen Moment auf Timer und auf Starten. So, gut. Wer ist das denn? Die kann sich mal schön verziehen, ja? Also, so eine hässliche brauche ich gar nicht erst anzukommen. Mit Tobi und Torben, ne? Hier, ne. Also, ne. Das läuft nicht. Ist was angebissen, Tobi? Sehr schön. Interessant. Ja, ein Salmler. Oh, bei Torben hat auch was angebissen. Torben hat auch einen Salmler gefangen. Ja, nicht schlecht. Und da ist mein Bruder schon wieder in der Aufnahme. Man sieht ihn auch immer. Das ist wunderbar. Er geht auch einfach durch. Scheint ihn nicht mehr zu stören, dass er in der Aufnahme ist. Ja, da ist mein Bruder. Wie schon in der letzten Folge zu sehen. Und jetzt hat Tobi auch endlich Level 2 der Fähigkeit Angeln erreicht. Und Torben hat schon Level 3. Das ist krass. Torben kann jetzt also schon richtig abräumen. Und ja, wir spulen einfach mal vor, weil es ja ein wenig langweilig wird. Jetzt geht Torben zurück nach Hause, ne? Torben, angel bitte weiter. Also hör auf, nach Hause zu gehen. Tobi muss mal nach Hause wegen Bedürfnissen. Bei wem klingelt das Telefon? Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Tobi. Ja, da glaube ich auch. So, Torben hat die Kochfähigkeit. Ja klar, Torben hat alle Fähigkeiten. Safe. Okay. Wir können ja auch mal Sachen besuchen, Tobi und ich. Tobi ist verspielt. Und Torben selbstsicher. So, pass auf. Besuchen mit Tobi. Können wir ja immer besuchen, ne? Komm, lass mal machen, Tobi. Was gibt's denn hier? Wer wohnt denn da überhaupt? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach leerstehend? Ja, komm, lade mal hier. Go, go. So.
Geil, jetzt stehen wir einfach hier vor. Ist stark. Hier wohnt niemand. Ach, wir müssen jetzt immer dahin reisen, ne? Besuchen mit Tobi. Komm her. Och Mann, Leute. Jetzt müssen wir überall in unserer Nachbarschaft hinreisen, um mal zu gucken, ob da jemand wohnt. Mal gucken. Vielleicht wohnt da hier jemand. Was kommt halt immer? So, Mauerblümchenhügel. Hier wohnt auch niemand. Let's rise hierhin. Residenz besuchen mit Tobi. So. Genau, weil das ist ein Haus, was ich aus der Galerie geladen habe, mit Sims aus der Galerie. Zack. Krieg wieder angezeigt, dass ich herrlich reich werden will. Knarrende Hütte. An Tür klopfen, macht der Turm, ne? Kommt rein. Ja, da ist eine. Hallöchen. Hallo. Na, wie geht's dir? Alles cool bei dir? Ja, alles cool, ne? Wo ist Tobi? Ey, Tobi, bleib hier! Nein, Tobi, du sollst hier bleiben. Komm, geh hier hin. Hier hingehen. Mach doch nicht so einen Scheiß. So, was macht Torben? Verfolgen wir den mal ein bisschen. Torben geht hier erstmal zu Sarah. Die checkt ihn gar nicht. Doch, jetzt hat sie ihn gecheckt. Muskeln zeigen. YOLO hier, komm auch mal direkt. Wow. Okay, wer wohnt denn hier alles? Nur die, also hier müssen, also eine hat ja nicht drei Zimmer. Was ist das denn? Keine Ahnung. Kompliment über Haus machen. Na, Alter, ich will einfach mit der sprechen. Über Grundbesitz plaudern. Geht der bestimmt richtig am Arsch vorbei. Ach, guck mal, da kommt noch eine. Hallo. Bei der können wir uns ja auch mal vorstellen. Lustig vorstellen. Ach, guck mal, jetzt kommst du schon hier hin. Hallo. Okay. Über besten Köder reden, das interessiert dich doch ein Scheiß. Unglaubliche Geschichte erzählen. Hier können wir auch nochmal Muskeln zeigen. Okay. Das ist übrigens Jana. Mübne. Kennenlernen. Kann ich auch die kennenlernen? Jawohl. Musikliebehaberin. Und sie ist romantisch. Okay, können wir denn mal fragen, ob die Single ist und... Die können wir gar nicht fragen, ob die Single ist. Okay. Sarah ist Single auf jeden Fall. Da ist Torben auch direkt glücklich. Nee. Ich will nur die Nachbarschaft kennenlernen, Freunde. Über Interessen reden. Lautstärke ändern. Ja,
Wir müssen hier mal Sender wechseln. Pop. Boah, Alter, ich habe voll Angst, dass das hinter Gamer-Musik ist. Einmal reinhören. Keine Ahnung, oder ob die gesichert ist. Geschützt, deswegen machen wir die mal aus. Was ist los? Was ist los, hm? Hast du sie geschnitten oder was? Hey, Torben ist auch da. Okay, was passiert? Was passiert hier in dieser Welt bei denen? Lass mal ein bisschen vorspulen, worüber reden die denn so? Gesellig ist die Sarah auch. Okay. Ja, du magst Basketball anscheinend. Torben mag, glaube ich, auch Basketball. Ach ja. Ihr steht euch ein bisschen so im Weg. Okay, sie hat keine Schuhe an. Ist ja normal im Haus. Sie ist auch noch aktiv. Okay, deswegen mag die wahrscheinlich auch Basketball. Okay. Was macht Torben jetzt? Torben geht einfach mal rein, wenn die auf Toilette ist. Okay. Alles klar, Torben. Läuft bei dir so? Du musst dich dir vor allen verstecken. Komm, in deren Bett. Genau. Was guckst du jetzt? Jetzt guckst du im Internet surfen. Du sollst dich vor allem verstecken. Ach, der will Training machen jetzt erstmal. Versteck dich vor allem. Sehr gut. Damit das hier wieder weg ist, damit du beschämt bist. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Okay. Die schläft. Pff, geht die früh schlafen. Diana spült. Tom ist verspielt und will jemanden bedrängen. Ja, ist aber nicht so eine coole Sache. Torben will tanzen vor allem. Aber ich will nicht hier diesen Sound hören. Genau, guck lieber mit der, plauder lieber mit der Jana. Ja, ihr kriegt das hin, ne? Kannst du dir hier auch irgendwie... Ja, klar, du kannst hier schlafen gehen, ne? Geh mal schlafen. Geh mal pennen hier. Torben bleibt über Nacht weg. Oh, guck mal, jetzt steht die hier doof, ne? Ja, ich schlafe in deinem Bett. Da ist ja noch eine. Lina. Lustig vorstellen. Mach jetzt. Änder erstmal dein Outfit, Torben. So können wir das hier nicht machen. Alltagskleidung. Was ist los? Willst du über Enten erzählen? Komm, ihr müsst euch verstehen. Kompliment über Haus machen. Okay. Okay, Lina ist auch romantisch, Alter, voll die romantischen WG hier. So, dann fragen wir mal, ob die auch Single ist. Die anderen haben wir gar nicht gefragt, ob die Single sind, oder? Alter, die Matratze war hart. Ja, sie ist Single. Okay. Die schlafen alle. Ja.
Okay, der Torben geht auch mal wieder nach Hause. Zurück nach Hause. Oh, wir können sogar eine mitnehmen. Ja, ne, das ist aber ein bisschen früh, ne? Gerne mal zurück nach Hause. Das kann ja noch kommen, meine lieben Freunde. Erstmal haben wir uns jetzt kennengelernt. Wir können die auch schön einladen hier zu uns nach Hause, wenn es mal langweilig ist jetzt, weil wir die Nummern alle... Ups. Wir die ganzen Nummern von denen haben. So. Und ja, herrlich reich sind wir leider noch nicht. Ja, Tom, komm. Weißt du was? Geh pennen in deinem schönen, bequemen Bett. Dann mach jetzt aber auch. Gute Nacht. Und jetzt vergeht die Zeit auch wie im... Keine Ahnung was. Wie im... Ja, mir lag irgendwas auf die Zunge. Fällt mir aber leider nicht mehr ein. So, danach hast du Hunger. Haben wir denn hier noch was drin? Nee. Den können wir erstmal verkaufen. So. Du gehst jetzt bitte was kochen. Tust du nicht, sondern du isst eine schnelle Mahlzeit. Und zwar Cerealien. Flo muss auf Klo. Okay, danach kannst du auch eine schnelle Mahlzeit essen. Und Tobi hat danach, muss danach erstmal auf Toilette. Und danach auch eine schnelle Mahlzeit essen. Ja. Torben pennt am längsten. So ist das auch im wirklichen Leben. So, jetzt ist er auch wach. Aber hat wieder nicht sein Outfit geändert. Torben, zieh mal was anderes an, ey. Ich bitte dich. In Alltagskleidung, bitte. Danke. So, jetzt kannst du eigentlich machen, was du willst, ne? Musst du heute schon zur Arbeit? 2 Stunden bis zur Arbeit, ja. Gut, dann geht's endlich mal ab zur Arbeit. What the fuck? Wie ist sie denn angezogen? Alter! Okay, das haben wir jetzt mal nicht gesehen. Also, nee. Freundchen, so kann ich die hier nicht reinlassen. Du bist ja überhaupt nicht angezogen. Geh weg! Gruppenprojekt. Das ist aber, wenn es ein Gruppenprojekt ist, die Anstellung der Gruppe sind sehr schlau. Da soll er versuchen, genauso viel beizutragen, wie die ganze Arbeit machen lassen. Der Timer ist zu Ende, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann wird auch diese schwierige Entscheidung hier aufgelöst und dann haut er rein und ciao!